Angenommen, jemand hat mitten im Nirgendwo einen Zaun errichtet, der dir den Weg versperrt. Was tust du? Reißt du ihn nieder, um deinen Weg fortzusetzen? Oder denkst du erst einmal gründlich darüber nach, warum er überhaupt da ist? Chestertons Zaun ist eine einfache Faustregel. Sie besagt, dass man niemals einen Zaun zerstören, eine Regel ändern oder eine Tradition abschaffen sollte, bevor man nicht verstanden hat, warum diese überhaupt bestehen. Das Prinzip geht davon aus, dass Zäune einen Zweck haben, sorgfältig geplant wurden und ihre Errichtung Zeit und Geld kostet. Jemand muss einen Grund gehabt haben, warum er einen Zaun für eine gute Idee hielt. Was also, wenn wir sie einfach abreißen? Der Unternehmer Steve Blank weist gerne auf Start-ups hin, die ihren ersten Finanzvorstand bekommen. Oft will der Neuankömmling zeigen, dass er proaktiv ist und die Kosten senkt. Einige gehen sogar so weit, dass sie die Kosten für die Snacks, die den Mitarbeitern angeboten werden, ermitteln und dann für die ehemals kostenlosen Snacks eine kleine Gebühr erheben. Die Mitarbeiter können natürlich bezahlen, aber sie mögen diese Veränderung der Unternehmenskultur nicht und manche kündigen. Das Ergebnis ist, dass die Firma zwar ein paar Cent an den Nüssen verdient, aber Tausende ausgibt, um neue Ingenieure einzustellen. Alles nur, weil der Reformator den eigentlichen Sinn der Maßnahme, die er abschaffte, nicht verstanden hat. Ein noch tragischeres Beispiel für eine fehlgeleitete Reform war Chinas sogenannter großer Sprung nach vorn. Er dauerte von 1958 bis 1962. Eine der Initiativen war die Vier-Schädlinge-Kampagne zur Beseitigung aller Moskitos, Fliegen, Ratten und sogar Spatzen standen im Verdacht, Getreide von den Feldern zu stehlen. Auch sie sollten ausgerottet werden. Und so schlugen Millionen von Menschen auf lärmende Töpfe und Pfannen ein, um die Spatzen am Ausruhen zu hindern, mit dem Ziel, dass sie vor Erschöpfung tot umfallen. Manche schossen die Vögel einfach vom Himmel, andere zerstörten ihre Nester und zerbrachen ihre Eier. Die Kampagne funktionierte und brachte die chinesische Spatzenpopulation fast zum Aussterben. Doch was ist mit den unbeabsichtigten Folgen? Da es keine Spatzen mehr gab, die sie fressen konnten, stiegen die Heuschreckenpopulationen in die Höhe. Sie fielen über das Land her und verschärften die durch andere Reformen verursachten Probleme. Die Folge war die große chinesische Hungersnot. Sie war eine der größten von Menschen verursachten Katastrophen in der Geschichte der Menschheit und forderte mehrere 10 Millionen Menschenleben. Vielleicht sollten alle, die mit Traditionen brechen oder Normen reformieren wollen, lernen, diese kurze Zeile aus der Originalschrift des Philosophen F.K. Chesterton von 1929 zu rezitieren. Wenn es darum geht, die Dinge zu reformieren, im Gegensatz zu ihrer Verformung, gibt es ein klares und einfaches Prinzip. Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass ein Zaun oder ein Tor über eine Straße errichtet wird. Der moderne Typus des Reformers geht darauf zu und sagt: Ich sehe keinen Sinn darin, lasst uns das entfernen. Der intelligente Reformer wird gut daran tun, darauf zu antworten: Wenn Sie keinen Nutzen darin sehen, lasse ich Sie es bestimmt nicht entfernen. Gehen Sie weg und denken Sie nach. Wenn Sie zurückkommen und mir sagen können, dass Sie einen Nutzen darin sehen, erlaube ich Ihnen vielleicht, es zu entfernen. Was denkst du? Ist Chestertons Verteidigung des Konservatismus eine gute Regel, nach der man leben sollte? Oder braucht es auch Menschen, die alte Strukturen abreißen, selbst wenn sie nicht ganz verstehen, warum sie überhaupt gebaut wurden? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit. Gefällt dir unsere Art, komplizierte Ideen in einfachen Cartoon-Animationen zu erklären? Dann kannst du uns unterstützen. Dann besuche patreon.com/sprouts. Schau einfach vorbei und erfahre, wie es funktioniert und ob dir die Angebote gefallen. Wir hoffen, dich dort zu sehen. Und für Eltern und Pädagogen, besuchen Sie unsere Website sproutschools.com. Dort finden Sie in englischer Sprache diese und andere Videos, zusätzliche Ressourcen und Aktivitäten für den Unterricht.